Ja, willkommen im Land der Nudeln, im Land des Reises. Ich bin der Fangamer, starte von Platz 12 aus. Mit dabei der Ending. Ja, ich bin der Ending, ich starte von Platz 1 aus und der Lewis Hamilton versucht mich da schon zu überholen. Oh, erste Kurve. Platz 10. Nein, Platz, Entschuldigung. Er hat schon wieder rausgefetzt. Und Rosberg ich. Wieder, du Wichser! Oh, Rosberg. Er hat mich fast wieder weggeschoben. Der hat einen Rass gegen mich. Darf der das? Er hat noch nicht ein bisschen kollidiert. So. Ja, wie gut bist du weit gekommen? Ja, ich bin jetzt Platz 8. Habe wen mitgenommen, aber allerdings Gott sei Dank nur eine Verwarnung gekriegt. Ich kann mich wie gesagt an China erinnern, bin bis Runde 10, 8, 11 souverän in diesen Top 3, Hamilton, Rosberg, ich mitgefahren, bis mich Rosberg auf der Geraden, so kurz vor Ende der Geraden abgeschossen hat. Der Pulk ist ordentlich zusammen da jetzt. Oh, ich bin nichts vorbei, gut. Jetzt pass auf, jetzt. Den wollte ich ehrlich nicht überholen jetzt. Kurve ist auf einmal immer näher gekommen, Alter. Alter, der hat jetzt die DRS sicher. Da brauche ich keinen Scheiß jetzt. DRS gibt es jetzt da vorne drauf. Alter, wieso zieht der so vorbei? Weil er schneller ist. Dachte ich habe jetzt Spitzenspeed, Alter. Wie viel hast du gefahren? 336 wurde gemessen, schnellster. Boah, ich bin schneller als Hamilton! Auf der Geraden! Was ist hier los? Na, jetzt schon immer. Oh ja, noch. Oh, er streckt zurück. Nein, er hat nicht zurückgestreckt. Er wollte es wirklich wissen. Beide Mercedes rauskommen. Ihr Ohrstecher. Und man führt das Rennen an. Das sind echt draußen. Erstmalig in der Saison. Nein, ganz draußen nicht, aber. Sagen wir mal so: angeführt hast du ja schon einmal. Hab ich? Für ein paar Sekunden halt nur. Oder bist du ja aus der Pole gestartet und nicht Zweiter? Ach so. Ja, okay. Du bist ja noch so weiß. Oh. Aber jetzt habe ich schon die längste Führung. Ja. Die habe ich schon hinter mir. Länger fühlen als bis zum Sieg geht, glaube ich. Oh. Jetzt wird es Zeit, meinen Vorsprung aufzubauen. Jetzt geht es mal so wie dir zuerst. Jetzt warst du im Pulk drin, so wie ich zuerst. Und du hast die Meter gemacht. Mein Gott, das ist ja damals schon 6 oder 7 Sekunden vor dem Boxenstopp, hast du gesagt. Ja. Ja? Ich bin dann lang hinter. Oh! Alonso! Alter! Was? Alter, du fick dich doch rein können, Alter! Wie lange willst du noch Rad an mir fahren, Alter, dass ich gegen die Bande fahre? Das ist ja unglaublich, Alter! Unglaublich! Oh, jetzt bin ich auch noch vorbeigefahren bei der Box. Alter! Der ist so lang in mir verkeilt gewesen. Alter, das packe ich nicht. Das packe ich echt nicht. Platz 20. Flügel ist hier nicht, weil es mich gegen die Bande drückt hat, aber. Es hat mich ordentlich gekostet, mich hat es ordentlich gedreht jetzt. So, zweite bis vierte Runde muss ich rein. Na gut. Ich probiere wieder meine Strategie. Oh. Ich verfolge meine Supersoft-Strategie wieder. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Das hat auch gut funktioniert, halt umgekehrt. Oh. Was? Bestätige. Oh, ich bin jetzt aber aus der Spur gekommen. Ein bisschen. Oh, der ist jetzt in mich reingefahren.
Ja, noch nichts verloren, das Feld ist noch eng zahm. Ich bin jetzt aus der Spur irgendwie. Muss dann wieder reinfahren. Mit Lauf, ein Ferrari, zwei Red Bull. An die Box muss ich jetzt auch schon. Jetzt schon? Ja, Hamilton hat DRS. Alter. Nein, jetzt war ich nicht. Achso, ja, ich habe einen Reifen. Bitte? Ich habe einen Reifen. Mhm. Ich war da jetzt vor. Ich habe super soft. Wir sind aber jetzt wirklich an die Box gefahren zum Beispiel. Alter. Alter, Hamilton? Fast Kollision in der Boxenstraße, Alter. Alter, Räikkönen, ich hoffe, du bist ausgeschieden, Alter. Du Wichser. Wirklich. Ja, ich glaube, der ist ausgeschieden. Neue Schnauze auch drauf. Super, das dauert lang. Bist du deppert, Alter. Fertig, los jetzt. Alter, Räikkönen, fahrt noch. Das war unser letzter Boxenstopp. Alter. Alter, du Scheißwichser, du hast keine Berechtigung mehr zu fahren, Alter. Auf der gleichen Strecke wie ich. Ich glaube, da werde ich mal in die Mercedes-Gasse besuchen kommen. Ferrari, Entschuldigung. Gut, dass der Ferrari rot ist, sieht man die Blutspritzer nicht. So ineinander verkeilt, der hat nicht nachlassen, die Sau. Ich war vorne, der hat sich so in mich verkeilt. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz, dann jetzt fahren die der Ferrari und der Red Bull hinter mir auch. Die Box, jetzt ist man wirklich auch hinter mir, kein Druck. Es ist so ärgerlich, man war so gut dabei. Ja, wie gesagt, noch ist nichts verloren. Oh, das war abkürzt. Puh. Wie viel bist du? Letzter. So viel Rückstand? Rosberg 18 Sekunden. Der Dings ist jetzt in die Box gefahren. Was ist denn, müssen, wie gesagt, fahren müssen sicher noch an die Box. Warst du schon eigentlich? Ja. Oder kann man jetzt so schnell fahren? Mit 42% nach Abnutzung. Das läuft. Da kannst du noch schön draußen bleiben. Oha. Und mit den Reifen an der schnellste Runde. Ja, ich weiß, damals ging er mich auch ziemlich gut mitgefahren. Gut raus, weil habe ich dann rausgehört, das so. Ja, so wie mich da jetzt. Drei Sekunden auf Alonso und der fährt noch eine Box. Aber ich muss sagen, es sind nicht alle so weit auseinander. Nein, ich zeige dir. Du machst das schnell, wir haben noch 8 Runden zu fahren. Ist das 10? Ich habe bei dir 16 Sekunden aufgeholt. Mhm. Ich habe jetzt halt Medium-Reifen um.
Also wo ist du, was gibt's auch so viele Boxen gerade? Oh ja. Sag mal, wenn du durch den Start fährst, kann ich dir sagen, wie viel Abstand du zu mir hast? Jupp. Ungefähr. Ja Leute, trotzdem ein spannendes Rennen hier. Wieder eine souveräne Führung, also. So, Zielkurve. Ja. Ende so. Zweiter Sektor jetzt. Oha, schon sehr weit. Ja, aber ich habe 30 Sekunden Vorsprung. Und Perez muss sich auch noch an die Box. Aber das Feld schiebt sich zusammen. Vor mir. Sehe ich ja, da. Ja, das ist in 2 Sekunden Ende. Palmer fährt sehr weit vorne, sehe ich. Alter, außen überholt, nicht innen, außen überholt habe ich den jetzt. Da hast du bist schon wieder dran. Ja. Ich sehe wieder ein paar vor mir wenigstens. Ein Dreierbulk fährt vor mir mit Hamilton, Alter. Hamilton ist schlecht, die Saison. Hamilton, na Hamilton, sehr gut. Gewonnen und Dritter. Als Erster. Na jetzt fahrt er da. Weit hinten. Ja, ja. Ja, wegen dem Dreher bei mir. Wahrscheinlich auch sehe. Ah, der Mercedes. So, wieder in der Zielgerade. Na, jetzt bin ich auch gerade durch Sektor 2 gefahren. Und wir haben erst Halbzeit, also da könnte noch einiges drinnen sein, sage ich mal. Ich glaube, bis zum zweiten Platz, wenn es gut fährst. Oh. Jetzt ist Vettel zweiter hinter mir. Also schon an der Box. Sektor 1 fahre ich immer bestet und dann kacke ich so ab in den anderen zwei Sektoren. Schon 35 Sekunden auf dem Vettel, der war schon in der Box. 35 Sekunden brauche ich sicher nicht in der Box. Das geht sich aus. Box habe ich nicht geschafft. Ja, aber ich bleibe auch länger draußen. Du bist ja gleich in der Runde 3 gefahren. Ja, stimmt. Also ich fahre jetzt in Runde 9. Jetzt fahre ich in die Box. Ich überrunde den Walten anschauen. Sehr gut, der S geht sich nicht aus für mich allein. Welche Position hast du schon?
18. Ah, Teamkollege in der Box. Jetzt vielleicht geht sich der auch noch aus. Der geht sich auch aus. Yep. Gut. Box, Box, Box. Funkspruch gehört, Funkspruch angenommen. Ich fahre jetzt die Schlangenkurve erst. Bist du urweit vorne? Ich bin noch nicht in der Box. Was soll ich? Ich sag jetzt in der Box. Alter! Jetzt da in die Box. So. Alter! Box anfangen. Hamilton und Hirantus sind kollidiert. Nutznießer davon war ich jetzt. Passt. So, Platz Boxeneinsatz. Jetzt wird spannend. Wie kann Vettel rankommen? Mit Ricciardo. Oh, könnte Platz spannend 15. Weil ich Frontflügel muss ich. Ich muss gar keinen Frontflügel wechseln. Echt nicht, ich dachte ich muss. Wow. Das ist dann cool, du kommst rechtzeitig raus. Ja, rechtzeitig. Ja, ich bin Schneckenkurven, ich sehe keinen. Oh, jetzt sehe ich einen da hinten. Muss ich meine Radfahrer erst warm fahren? Aber das finde ich richtig gut, dass die KI jetzt auch Fehler macht. Das war im 2011er noch nicht. Ja. Und noch, wie weit schon? 14 oder 15? 15. Zielgerade. Ja, jetzt schon mehr auseinander. Top 10 noch drehen, letzten 4 Minuten. So richtige Fahrfehler mache ich da eigentlich nicht. Auch auf der Strecke. Also, ja, die ist kleine so schon. Zum Fahren gut. Kleine schon, immer wenn man wieder. Die Streckenkurve aber gut kann. Wir sind auch ziemlich eng. 5, 6, 7, 8, 9. Aber ich meine Reifen müsste ich heute jetzt so anfangen, dass ich wieder ein bisschen rankomme. Oh, dann soll ich jetzt wohl raustragen. So, Punkteränge wären schon fein, wenn man das noch schaffen würde. Natürlich, der Sieg war natürlich in China, wo man ausgefallen ist, jetzt ist ja so bitter, wo man so gut dabei war am Protest. Natürlich sehr fein, ja. Nächste Rennen wird für mich dann eine sehr harte Probe. Das ist, glaube ich, Russland, dann kommt das dann. Mhm. Und ich ja gleich im Qualifying habe ich nicht eine Runde geschafft. Und im Rennen habe ich dann zwei Runden oder so geschafft. Jetzt greifen die Räder. So, man ist hier, ist jetzt hier äußerst konzentriert, dass man nicht viel verliert hier, dass man hier den Anschluss hat noch. Oh. Du bist in Sektor 1 wesentlich schneller als dein Vordermann. Du bist schneller in Sektor 1. Wow. Ja, eine Sekunde besser.
Ja, Super Soft ist doch ein Unterschied. Battlefart mit Medium. Super Soft. Ah, ich alle, glaube ich, fangen jetzt mit Medium. Also vielleicht manche, die da dahinter sind. Oh, zieht der zurück, zieht der zurück, der zieht zurück. Gott sei Dank. Eine oh, das sind noch mehr. Ausgewertierpunkte. Oh. Oh. Ich glaube, wenn ich so weiterfahre. Ja, dann machst du auf jeden Fall den Sieg. Der so Sieg Nummer 1. Karriere Sieg Nummer 2. Rosberg und Hamilton abgeschossen. Was will man mehr? Vor allem Rosberg, das doch mal. Obwohl er wollte nicht abschießen, er hat's verbockt. Ja, aber wird schwer hier mit der Konzentration. Oh. Das war nichts mit der Attacke gegen Grosjean. Kurve schlecht, genau. Jetzt schafft man es, vorbeizukommen. Platz 13. Ja, 21 Sekunden Vorsprung. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,8 Sekunden. Zweiter Podiumsplatz in Folge. So, DS verfügbar, aber das wird sich nicht ausgehen. Vermutlich gegen Gutierrez. Man probiert es dennoch. Nein. Knapp nicht. Vielleicht jetzt doch bei der zweiten. Jawohl. Zweite Kurve. Oh. Jetzt hat man einen sehr schönen Fehler gemacht. Sehr, sehr weit rauskommen ins Kies. Und noch gelbe Flagge. Ja, das hat kostet. Da bin ich jetzt ordentlich ausgeschüttet. Wagen außer Kontrolle geraten. Wie gesagt, 20 Sekunden waren es. 20,6, um genau zu sein. Mal schauen, was Hamilton da jetzt Vettel aufgeholt hat. Wie viele Sekunden? Ich schätze schon 8 Sekunden oder so werden das schon gewesen sein. Oh, auf der Geraden schleudern kommen wir nicht mehr. Haben da was die Reifen abbekommen? Das ist die Frage. Ja, der linke vordere hat gleich 15% mehr zum Beispiel als der rechte hintere. Die letzte Runde wird für mich auf jeden Fall spannend werden. Und okay, es sind 4 Sekunden. Letzte Runde. 14 Sekunden Vorsprung. So, zwei Plätze braucht man noch für die Punkteränge. In der letzten Runde dann. Puh. Wo bist du? Ich fahre gerade in die Orgelkurve ein. Vor der vorletzte Kurve, bevor die Box kommt. Jetzt die letzte Kurve gleich. Oh, dann bist du nicht so viel. Ich bin gerade erster Sektor. Ich bin seit 20 Stunden Vorsprung. Der Vettel, der hat einen Vorsprung. So. Oh, da fällt ein 5er-Trupp. Den musst du... Wenn du da noch rankommst... Nee, schaut's gut aus. Bei mir sieht es sehr, sehr gut aus. China, letztes Jahr ausgefallen hier. Oh, nur mit Risiko. Nur mit Risiko komme ich davor. Und ja. Zu viel Risiko genommen. Kollision gedreht. Das war's. Platz 16. Wird es werden. Oder schlimmer. Ja, das musste man jetzt probieren, das Risiko nehmen. Zwei Plätze mussten
gemacht werden. Entweder das oder keine Punkteränge, so wie jetzt. So, das ist durch das Ding! Saisonsieg Nummer 1! Ja, und ich sage einfach, ja, es ist dumm gelaufen, es war eh nicht so schlecht, man musste Hop oder Drop nehmen, oder man tat es einfach. Ja, vielleicht hätte man noch abwarten können. Hat man aber nicht. Sechzehnter, ja. Ist da jetzt noch einer, man sieht ihn jetzt. Ja, kann man nichts machen, shit happens. Brandplätze besser als jetzt. Ja, immerhin. Ja, Gratulation an Ending für den ersten Sieg in der Saison. Den zweiten insgesamt. Ja, und somit ist man in der in der Fahrerwertung. 2 Punkte hinter Sebastian Vettel. Läuft. Ja, und ich bin aus Platz 5 zurückgerutscht, Platz 6 in den Konstrukteuren. Läuft bis jetzt trotzdem ganz gut. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal in Russland. Bis dann, haut rein, macht's gut. Nastrovje, ciao.